Hallo und herzlich willkommen bei Gekonnt Wirken. Ich bin Janine und als Inhaberin der Image Akademie sowie Expertin für Präsenz und Wirkung ist es für mich total wichtig, dass ich euch und dich dabei unterstütze, stilsicher und wirkungsvoll im Businessleben aufzutreten, dass auch du deine Ziele erreichst, deine Karriere forcierst oder natürlich auch deine ganz privaten Ziele erreichst. Ziele erreicht man auch durch Kommunikation. Und heute möchte ich euch 7 wichtige Tipps mit auf den Weg geben, wie du durch aktives Zuhören einfach besser wahrgenommen wirst. Es gibt einen schönen Spruch von Paul Watzlawick: Um von anderen verstanden zu werden, muss man andere verstehen. Um andere zu verstehen, muss man erstmal sich selbst zu verstehen. Meine Frage erstmal an dich ist: Hast du manchmal auch so das Gefühl, dass du ohne Kommunikation nicht so richtig wahrgenommen wirst? Oder das Gefühl, dass man hört dir nicht zu oder du hörst vielleicht selber anderen nicht zu? Ich kenne das auch. Ich habe dann früher immer, weil ich ein sehr kommunikativer Mensch bin und manchmal leider schneller denke, als wie ich rede, und mich dann teilweise andere Menschen irgendwie, die wissen, länger Zeit gebraucht haben zum Nachdenken, irgendwie gelangweilt haben und ich dann einfach schon im nächsten Gedanken war. Aber das war dann keine wertschätzende Kommunikation, da ist kein tolles Gespräch zustande gekommen und ja, da hat man so viel auch verschenkt und verloren. Also meine 7 wichtigsten Tipps an dich sind erstmal Tipp Nummer 1: Ausreden lassen und keine Filter aufsetzen. Was meine ich denn jetzt damit? Also wirklich den anderen erstmal komplett seinen Satz zu Ende formulieren lassen und nicht gleich schon wieder im Kopf anfangen: Ah, da wüsste ich was, da kann ich ja den Tipp geben, da kannst du zu dem und dem gehen. Nein, nein, nein. Einfach diese Filter wirklich mal komplett abschalten. Filter, das sind ja so Sachen, die sind konditioniert. Die haben wir gelernt durch unsere Erziehung, durch unsere Erfahrungen und. Aber das wirklich, lass es einfach sein. Filter sind auch häufig für Missverständnisse verantwortlich. Da gehen wir gleich zum nächsten Tipp. Wir geben Sie Ihrem Gesprächspartner, gibt deinem Gesprächspartner trotzdem eine wertschätzende Rückmeldung. Also, dass du das ganze Gesagte dann einfach nochmal in deinen eigenen Worten zusammenfasst und am besten in der Ich-Form. Habe ich dich richtig verstanden, liebe Janine? Du meintest das oder du möchtest das und das von mir, und dass du wirklich auch auf der Gefühlsebene eben, ich habe so das Gefühl, dir geht es da nicht so oder dir geht es darum, sodass der andere wirklich merkt: Ah, ey, die interessiert sich ja wirklich für mich, die hört mir richtig ordentlich zu und die spürt auch meine Gefühle, die in der Aussage meiner Kommunikation. Tipp Nummer 3: Frag auch beim Missverständnis wirklich nach. Man hat ja immer so gelernt, naja, so vornehme Zurückhaltung, aber das bringt echt nichts, weil wer fragt, der führt. Und manchmal ist das ja leider so, oder ganz oft ist es so, dass du auf deiner Kommunikationsinsel mit deinen Worten funkst und dein Gesprächspartner fungiert auf seiner anderen Kommunikationsinsel und die Funken sprühen nicht oder ja, das, was der Sender sendet, kommt nicht so ganz beim Empfänger halt an. Und deswegen mein Tipp an dich: Frag wirklich echt nach, wenn du etwas nicht verstanden hast. Das kann man wirklich einfach auch sagen, wenn du, ja, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich habe so das Gefühl, das habe ich nicht so ganz verstanden, das kenne ich nicht. Kannst du mir das vielleicht einfach nochmal erklären? Das ist ja auch nicht tragisch und der andere freut sich einfach darüber. Ja, Tipp Nummer 4 ist dann auch: Achte auf die versteckten Zeichen. Versteckte Zeichen sind darum geht es einfach herauszufinden, was ist das Wort hinter dem gesagten Wort? Also was ist das, was derjenige vielleicht verbal nicht ausdrückt, aber vielleicht nonverbal, oder auf welcher Ebene fungiert er, auf welcher Ebene kommuniziert er jetzt gerade? Ist er jetzt gerade in der Sachebene? Ist er in der Beziehungsebene? Geht es um dich und um ihn? Ist er in der Selbstoffenbarung? Möchte er was von dir? Oder ist er in der Appellebene? Und das ist total wichtig, dass du genau weißt, auf welcher Ebene du halt dann auch wieder zurückkommunizierst. Tipp Nummer 5 ist eigentlich das Wichtigste beim Kommunizieren oder beim wertschätzenden, aktiven Zuhören: Geduld. Geduld ist ja die Mutter der Porzellankiste. Und da frag dich bitte vorher, wenn du an eine Gesprächssituation gehst: Hey, habe ich wirklich Zeit? Habe ich auch wirklich Interesse an dem Gespräch? Und wenn du keine Zeit hast oder wenig Zeit hast, dann sag das bitte deinem Gegenüber. Nicht, dass er dann denkt: Mensch, Supi, die hört mit einer halben Stunde, 2 Stunden zu und du guckst dann schon auf die Uhr, du schaust schon auf das Handy, wirkst schon so gelangweilt. Und das strahlt sich dann einfach aus, da kann man keine Beziehung aufbauen. Ja, und manche Menschen brauchen einfach wirklich echt viel länger. Das habe ich ja von am Anfang schon erwähnt, das war für mich auch so ein ganz wichtiger Learning-Prozess. Dass manche Menschen einfach das Verständnis, also dass du das Verständnis entwickelst, dass manche Menschen einfach länger brauchen zum Nachdenken und natürlich auch länger brauchen, um dann ihre eigenen Worte wieder in Worte zu verpacken und wie sie das einfach auch so ausdrücken, dass sie das Gefühl haben, das kommt gut bei dir an. Also lass deinem Gegenüber einfach wirklich bitte genug Zeit zum Nachdenken und zum Reflektieren und zum Rückkoppeln.
Tipp Nummer 6 ist, achte auch auf die Körpersprache. Der Körper kann immer lügen und daran erkennst du, ob derjenige das ernst mit dir meint oder ob er dich jetzt vielleicht gerade verarschen will. Was sagt dann zum Beispiel sein Blick aus? Was sagen die Augen aus? Sind die Arme verschlossen? Sind die offen? Ich mag das immer offene Arme, das finde ich sonst immer irgendwie, dass derjenige was zu verstecken hat. Und Tipp Nummer 7, zeig absolute Präsenz als Zeichen deiner Wertschätzung. Das kannst du sehr gut immer bei Queen Elizabeth zum Beispiel beobachten. Die ist einfach 100% da, die hört zu. Und das heißt einfach auch, dass du dich einfach mal zurücknimmst und dass du dich einfach auch mal nicht so wichtig nimmst, weil dazu gehört auch Empathie. Und Empathie ist ein absolut wichtiger Teil und der absoluten Präsenz auch in dem. Und auch ein wichtiger Teil der zeitgemäßen Umgangsform. Daran merkt man einfach, ob jemand wirklich so einen berühmten Feinschliff hat und ob er sich wirklich ehrlich und ernsthaft für den anderen interessiert. Und das kann dann auch mal dazwischen sein, indem du dann ganz kleines Sekundenslaut sagst, ja, okay, ja. Oder einfach lächelst, einfach nix, dass der andere einfach merkt, du bist noch da. Und nicht, dass du einfach bloß so da sitzt, sondern okay, oh ja, Interessant, so. Also kann man das halt wirklich schön machen. Wenn du noch mehr darüber erfahren möchtest, dann lade ich dich doch ein. Komm doch zu meinem nächsten offenen Knicke-Seminar. Das findet am Sonntag, den 23. Juni 2017, in München von 10 bis 17 Uhr statt. Und ich freue mich natürlich über ein Like hier unter dem Video, über einen Kommentar oder über, wenn ihr das Video halt einfach weiterempfehlt oder weiterteilt. Und bis zum nächsten Tipp, eure Janine Katharina Pötsch von Gekonnt Wirken, die Image Akademie.